Ach, ich muss jetzt erst wieder darüber. Oh. Oder warte mal. Dreht rum. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht. Und gesprungen. Aber du hast recht. Habt ihr was gehört? Oh, Scheiß, Hilfe! Ah! Wir haben wieder eine Grabstätte entdeckt. Aber eine kleine ist sie wahrscheinlich auch, ne? Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt? Oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Hier liegt ein bisschen Munition, würde ich sagen. Was macht denn die Kette hier? Mysteriöses Ereignis, ob wir doch nur im Grab sein. Das sieht hier nicht aus wie ein Grab. Ja, leg die Fackel einfach mal dahin. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Die Namen auf dem Bild: Millie und Coco. Astoria und Charlie. Ich habe das Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Genau, wieder schön auf den Boden gelegt, steh drüber, verbrenne die Haare. Mann. Gehst du? Warum geht sie nicht weiter? Hallo? Also. Optionales Grab gefunden, das überflutete Gewölbe. Okay, was haben wir jetzt wieder? Hier haben wir gemeistert. Wie sind wir durch? Bogenexperte. Benutze ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnung. Schalte den Kopfschuss Fadenkreuz bei. Oh. Pistolenexperte. Töten sie Pfeile auf kurze Distanz für mehr Belohnung. Gewehr. Schrotflinten. Drücken sie F, während sie den Bogen benutzen, um betäubten Feinden mit einem Pfeil den Rest. So ist das eigentlich nicht geplant, aber okay. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wo sind wir? Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Nein.
Strom ist noch da. Wie kann das sein? Du hast gerade irgendeine Scheiße gemacht, Lara. Musst du immer überall rumdrücken? Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Ja, natürlich gibt's einen Weg über das Wasser. Das sieht man ja da. Oh! Da müssen wir hin. Halten zum Anzünden. Noch ein Ruck. So schön. Das war arschknapp. So, jetzt sind wir hier drüben. Ob's jetzt mal hierher? Vom Wasser aus drauf springen ist nicht. Da steht zwei. Wo ist denn die eins? Die eins ist da drüben. Sag mal. Nicht mal ein bisschen Strom hält die aus. Okay, wir haben hier auch nichts, wo wir rumdrücken können. Nö. Wir brauchen irgendwas, womit wir das anbinden.
Hier ist auch alles dicht. Ob wir... Kann ich mich irgendwo festhaken? Nicht hinten ran, das funktioniert nicht. Ja, könnte vielleicht funktionieren. So. Funktioniert nicht bis da hoch. Das funktioniert nicht. Erst eins, dann zwei. Steht da definitiv. Und da oben auf der Eins haben wir schon oben gedrückt. Wir hätten definitiv die Schraube rumdrücken müssen. Sollen. Schon haben wir ein Problem. Schon sind wir am Arsch. Ich glaube nicht, dass wir das bis da hinten hinkriegen. So, jetzt sind wir wieder hier. Ah, natürlich. Ganz einfach. Muss man nur mal drauf kommen, auf den Scheiß. Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben Sie gesucht? Überflutete Gewölbe gemeistert. Strand mit Sch. Mit Sch. Super. Lager, führen Sie ein Upgrade durch. Was haben wir denn? Was haben wir denn für ein Upgrade? Gar kein Upgrade. Wir haben hier nur 5545. Da müssen wir eigentlich am Bogen noch ein bisschen was tun. Wo war das denn da, ne? Geflochtene Sehne, yep. So, was noch? Gemeistert, gemeistert. Ja, der ist ausgebaut.
alles ausgebaut, was wir haben. Das heißt auch so, wieder raus hier. Aktualisiert. Ja, sehr schön. So. Da können wir doch theoretisch draußen hin und uns runterschwingen. Aber wie kommen wir nach draußen? Hier nicht. Ui. Uiuiuiui. Doch. Das war ein Versuch wert. Ich wusste nicht, ob es geht. Genau, hier waren wir. Hier kommen wir wieder zurück. Ah, da sind noch Munition. Eventuell. Ja, ist auch noch. Erreichen Sie das Wrack. Das machen wir jetzt, genau. Ich habe was entdeckt, da musst du hin. Wie ich jetzt wieder zurückkomme, weiß ich nicht. Ach. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal wieder da runter, damit ich wieder... Ah, fuck. Oder geht das auch so? Das geht auch so. Ja, genau, es geht auch so. Oder sollen wir erstmal da drüben... Nee, wir machen hier weiter. Reißen Sie das Wrack der Endurance. Richtig. Ihr wollt, dass ich da runterfalle, ne? Das kennt euch doch. Ich tue euch aber nicht den Gefallen. Immer noch nicht raus, was das mit dem Bojen auf sich hat. Der müsste doch jetzt langsam fallen. Ja, ich fall. Okay. Und jetzt hängt. Ah ja, und jetzt? Keine Ahnung. Oh, haben wir schon einen gehabt. Ich muss etwas Stärkeres finden. Was machst du denn für einen Mist? Ach so. Na. Musst irgendwas Stärkeres finden, ja.
Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Okay. Nicht gut, dass wir hier mit Fackel rumlaufen bei dem ganzen Holz. Ja, mach doch mal lieber wieder aus hier. So, ja, fackelst du alles an und wir kommen hier gar nicht mehr weiter. Bunkerausblick. Sie schlachten sie aus. Kommandogewehr, Waffe modifiziert. Ach komm. Ja, schön. Das heißt, wir können jetzt das Gewehr noch ein bisschen ausbauen. Granatwerfer haben wir. Splittergranaten haben wir nicht. Gemeistert nicht genug Material. Oh, hier haben wir was. Visier. Erhöht den Zoom und verbessert so die Präzision. Gib mal her. Na gut, sieht nicht so aus, aber okay. Das ist echt ein ehemaliger Bunker. Und das Schiff ist noch nicht so alt. Du denn hin, Mädel? Ach. So, jetzt nach oben, bitte. Sehr schön. Jetzt wieder rüber. Genau. Ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Ganze Rauch, der über den Dach aufsteigt. Jetzt ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist das? Ja, Funk. Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht da vor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Verdammt! Verdammt, ich brauch Hilfe! Komm runter! Wir haben einen
eindringlich. Wir holen sie auf. So. Bisschen aufgeräumt in der Kiste. War ein bisschen hektisch. Ah ja. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Alles klar. Erstmal alles mitnehmen, was wir hier haben. Die wollen mir echt an die Wäsche. Komm schon, komm raus. Ich werde beschossen. Na komm. Wollte schon sagen. Wollt ihr jetzt gerade hinter mir runterkommen, oder was? Das ist eine Sauerei. Eieieiei. Ich sag doch, das ist ein reinster Loot-Shooter, aber es macht Spaß. Okay, haben wir schon voll. Und hier hinten ist noch was. Ich glaube, wir haben so ein paar Geocaches vergessen oder nicht mitgenommen. Dann ist das nun mal so. Entschuldige. Hab ich auf die rumgetrampelt? Ja, ist so schön, war reine Absicht. Versucht sie zu umgehen.
Versuchst du zu umgehen, hab schon gerade eben schon wieder mitgehört. Haben wir jetzt Ruhe? Haben wir. Da war noch einer. Dankeschön. Dankeschön. Fängt mir direkt vor die Füße. Jawohl. Ach Gott, Kerle. Fein. Auch das hätten wir erledigt. Jetzt müssen wir noch weiter nach oben. Jesus. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Kannst du laut sagen. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Aha. Noch dürfen wir das nicht. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Oh Gott. Thank you.
Erzählt sie was? Nein, sie erzählt nichts. Gut, dann machen wir weiter. Da hinten ist noch was. So, kriegen wir den jetzt nochmal hier runter? Nein. Dann müssen wir jetzt darüber. Schon so da drauf, ohne dass mir jetzt da ja jemand entgegenkommt oder so? Ja. Oh shit, da ist einer. Der ist doch links von mir. Auf die Rücken, auf die... Aua! Auf die Knie kann ich nicht schießen, das ist unfair. Doch! Und jetzt töte ich dich! Was? Nochmal, nochmal, nochmal! Nein! Gibt's doch gar nicht! Waffen wechseln, ja, aber mehr. Kommt doch mal. Ich kann die Waffen wechseln. Das ist das Problem. Halt einfach still, sagt er zu mir, aber ich kann nichts tun. Okay. Wir laden den letzten Speicherpunkt.